Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2023. Hierzu liegen ein Änderungsantrag sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU vor. Über den Änderungsantrag werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wenn Sie bitte zügig die Plätze wechseln und die Gespräche nach draußen verlagern, können wir auch sofort weitermachen. Bei der CDU suchen Sie noch ein paar Plätze. Frau Klöckner, haben wir es denn geschafft? Ach so, sie setzt sich. Entschuldigung, sie dachte, sie gehen jetzt wieder. Nee, okay, alles klar. Ja, ich freue mich auch. Setzen Sie sich doch gerne, genau. Dann können wir... Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier gehen die Debatten weiter. Wenn Sie bitte Ihre Gespräche nach draußen verlagern würden. Dann eröffne ich jetzt die Aussprache und das Wort... Audretsch oder Audretsch? Und das Wort erhält Andreas Audretsch für Bündnis 90 Die Grünen. Ist nicht da? Doch, sie sind da. Das war zu schnell hier. Also jetzt habe ich mir schon so viel Zeit gelassen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das war ein Kraftakt, das war ein gemeinsamer Kraftakt, den wir gemacht haben. Ich erinnere mich an lange Sitzungen, an lange Nächte in der Gas- und Wärmekommission, die ich vor Augen habe. Und deswegen geht mein erster Dank, den ich aussprechen möchte, an die ganzen Mitglieder dieser Gas- und Wärmekommission und auch an die Vorsitzenden, an Frau Grimm, an Herrn Russwurm und Herrn Vasiliadis, für die ganze Arbeit, die geleistet wurde und die ganzen Vorschläge, die hier gemacht wurden. Ich weiß auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien in diesen Tagen wahnsinnig arbeiten, um all das auf den Weg zu bringen. Und deswegen ist es mir wichtig, auch hier meinen Dank auszusprechen. Und nicht zuletzt haben wir hier im Parlament mit Hochdruck gearbeitet, um jetzt voranzukommen. Mit der Soforthilfe, die wir heute hier beschließen oder die wir heute hier besprechen, entlasten wir viele Menschen in ganz Deutschland, aber auch Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, auch Einrichtungen der Rehabilitation, auch Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen. Wir bauen eine Brücke mit dieser Soforthilfe bis dahin, dass wir dann unsere Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, die anderen Maßnahmen, die wir ergreifen, bis wir die auf dem Weg haben. Und damit machen wir eins hier auch deutlich. Wir warten nicht darauf, bis die großen Programme auf dem Weg sind, sondern wir sind jetzt in der Lage, schnell zu agieren und Richtung Wladimir Putin, dem Diktator, auch zu sagen, wir stehen zusammen, wir lassen nicht zu, dass unsere Gesellschaft gespaltet wird, dass unsere Infrastruktur angegriffen wird. Und wir sind in der Lage, zu reagieren und an der Stelle den Menschen und auch den Institutionen Unterstützung zukommen zu lassen. Bei allen Entlastungen, die wir machen, und das ist der erste Schritt, das ist die Brücke, der Weg, auf den wir uns jetzt machen, bei allen Entlastungen, die jetzt kommen, sind einige Punkte wichtig. Das erste ist, wir müssen weiterhin Gas einsparen. Es ist großartig, dass es gelungen ist, dass die Speicher jetzt zu nahezu 100% gefüllt sind. Und dennoch dürfen wir nicht nachlassen. Deswegen haben wir jetzt in dem Abschlag, aber auch weiterhin bei den anderen Instrumenten, die kommen, eingebaut, dass wir Anreize erhalten, dass Gas gespart wird. Jetzt nicht zu sparen, würde am Ende ein Problem bringen. Deswegen bleibt das im Kern unserer Arbeit, auch bei all den Instrumenten. Und ein zweiter Punkt ist wichtig. Die Krise, die trifft nicht alle gleichermaßen. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns hier im Parlament darum gekümmert haben, dass die verschiedenen Maßnahmen dann auch versteuert werden. Das haben wir hier lange diskutiert und das haben wir am Ende auch bezogen auf die Soforthilfe jetzt, weil das dazu führt, dass die, die viel haben,
am Ende dann auch einen Teil über die Versteuerung wieder an die Gesellschaft zurückgeben können. Und das macht das Ganze gerecht. Und deswegen ist es ein guter Vorschlag, den wir heute hier vorliegen haben. Abschließend ein Punkt. Wir müssen die im Blick haben, die es besonders schwer haben. Deswegen arbeiten wir parallel an den Härtefallfonds. Und deswegen haben wir am Ende ein rundes Projekt, viele Initiativen, die wir gleichzeitig ergreifen, um dieses Land zu stabilisieren. Vielen Dank. Und es folgt für die CDU-CSU-Fraktion Jan Metzler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, das ERP-Wirtschaftsplangesetz erfreut sich in diesem Jahr einer außerordentlichen Prominenz. Das freut alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter, fraktionsübergreifend und so eben auch mich. Und deswegen ist es jetzt auch ein Akt des Respekts, dass man, bevor man dann eben auf das eigentliche Omnibusverfahren eingeht, vielleicht auch ein, zwei Sätze dem ERP widmet. Und an dieser Stelle, ja, kann man durchaus klatschen. Deswegen kann man in diesem Zusammenhang auch eben erwähnen, dass das ERP ein Instrument ist, was uns seit 70 Jahren eben resultierend aus dem Marshallplan zur Verfügung steht, was insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt im Ansinnen, eben ihre strukturellen Nachteile im Zusammenhang von Finanzierung gegenüber Großunternehmen auszugleichen. Und es sei ebenfalls auch erwähnt, dass es ein positives Signal ist, dass diese Mittel nicht mehr verstetigt sind, sondern eben auch in einem geringen Maße aufgewachsen sind. Dennoch sei auch erwähnt, in einer Zeit von multiplen Krisen, die sich gegenseitig überlagern, wird es eben auch eine Herausforderung sein, den Substanzerhalt in Zukunft sicherzustellen. Aber nichtsdestotrotz, in der Iststandsbetrachtung ist das alles sehr positiv, und deswegen stimmen wir dem ERP-Wirtschaftsplangesetz auch zu. Jetzt möchte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum angehängten Teil kommen, sprich der Dezember-Soforthilfe. Und hier sei eines erwähnt. Im Sommer ist viel Zeit verloren gegangen, die jetzt Not tut. Und allein die Tatsache, dass wir in den zurückliegenden Tagen ständig auch geänderte Fassungen der heute vorliegenden Entscheidungsvorlage bekommen haben, zeigt, wie sehr Zeit Not tat. Und in der Tat, es ist jetzt notwendig, dass schnellstmöglich gehandelt wird. Für viele Menschen in unserem Land, eben in einer Phase, in der wir uns in einer der schärfsten Energiekrisen in unserem Land seit den 70ern befinden. Und nichtsdestotrotz sind aber, und wir werden dem Gesetz von seiner Stoßrichtung im Grundsatz zustimmen, sind aber Punkte, die nicht zuletzt auch bei der Anhörung deutlich geworden sind, eben fehlend. Und die möchte ich im Einzelnen auch benennen, und die unterstreichen wir auch mit unserem Entschließungsantrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und unsere Punkte zielen insbesondere darauf hingehend ab, dass wir eben darauf hinweisen wollen, dass keine Winterlücke entstehen darf. Gaspreisbremse muss wie Strompreisbremse rückwirkend und letztlich im Gleichklang rückwirkend zum Jahresbeginn wirken. Zweitens, es darf keine wirtschaftliche Schieflage entstehen. Das Energiekostendämpfungsprogramm wird zum Jahresende eingestampft. Und die Frage ist eben, wie geht es nicht nur jetzt dann perspektivisch im Winter weiter, sondern eben auch in der Perspektive im Januar und im Februar. Also sprich, Planungssicherheit für Unternehmerinnen und Unternehmer sind letztlich jetzt auch zu geben, weil die fragen sich alle, wie geht es weiter? Dritter Punkt. Es darf keine Gerechtigkeitsschieflage geben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich glaube, da sind wir allesamt in den letzten Wochen auch entsprechend gefordert gewesen. Aus unseren Wahlkreisen wird doch gefragt, wie sieht es denn aus bei Pellets? Wie sieht es denn aus mit Ölheizung? Und ein Viertel aller Haushalte in Deutschland heizen mit diesen Wärme, mit diesen Heizmitteln. Und deswegen kann es nicht nur sein, dass es vage Ankündigungen gibt, sondern es muss eine klare Perspektive geben, die eben genau diesen Bereich eben mit einbezieht. Und mal generell bemerkt, der Staat sollte in einer Krise eben nicht auch noch ein Profiteur letztlich an einer solchen Krisensituation sein. Und deswegen ist eben auch die Frage einer Senkung von Mehrwertsteuer auf entsprechende, natürlich im unionsrechtlichen Einklang, auf Energieträger auch ein Faktor, der mit einzubeziehen ist in die Gesamtbetrachtung.
Und wohlgemerkt zum Abschluss noch eins. Ich habe mich insbesondere bei den Einlassungen, bei der Anhörung des VKUs auch gefragt, wie soll das jetzt alles noch administriert werden? Die Plattform, die jetzt letztlich das alles über die Anträge, die dann eingereicht werden, notwendig macht, die wird diese Woche nicht mehr entsprechend an den Start gehen. Nach meinem Wissensstand wird es nächste Woche. Und dann haben alle entsprechend, die daran zu beteiligen sind, 7 Tage, wenn das Ganze bis zum 1. Dezember dann funktionieren soll, Zeit, um das Ganze in die Umsetzung zu bringen. Da fehlt mir auch ein Stück weit der Glaube, dass das alles noch funktionieren soll. Deswegen abschließend eins. Es braucht ein Gesamtkonzept, nicht nur für diesen Winter, sondern über diesen Winter hinaus. Und da sage ich jetzt einfach einmal, machen ist wie wollen, nur besser. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion erhält jetzt das Wort Bernd Westphal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ERP, das Europäische Wiederaufbauprogramm, gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben damit eine Chance gehabt, dieses Instrument in den letzten Jahrzehnten weiterzuentwickeln. Die Verzinsung dieses Kapitals, was aus dem Marshallplan übergeblieben ist, hat uns in die Lage versetzt, ein schlagkräftiges Instrument in der deutschen Wirtschaftsförderung zu entwickeln. Wir sind dafür in der Lage, mit diesem Programm gerade den Mittelstand mit Kapital auszustatten, mit zinsgünstigen Krediten, mit Haftungsfreistellung. Selbst Beteiligungskapital ist damit möglich. Und deshalb ist das eine wichtige Struktur, die wir dafür nutzen. Der Wirtschaftsausschuss hat sich am Montag in einer Anhörung gerade mit dieser Finanzierung, mit diesem Instrument beschäftigt und sehr ausführlich diskutiert. Und wir haben vor allen Dingen auch mit dem Bericht des Bundesrechnungshofs noch einmal darauf hingewiesen, dass das Wirtschaftsministerium den Auftrag mitnehmen soll, die Instrumente zu schärfen, weiterzuentwickeln, aber auch alles dafür zu tun, alles dafür sicherzustellen, dass der Substanzerhalt dieses Vermögens auch gewährleistet ist. Und gerade das ist wichtig vor dem Hintergrund der Inflation. Das, was der Kollege Metzler eben angesprochen hat mit einer besonderen Berühmtheit dieses Gesetzes, das ist dieses Jahr der Fall. Mit der Abschlagszahlung zeigt diese Bundesregierung, dass wir ein Instrument entwickelt haben, was schnell hilft, was Wirkung entfaltet und gerade Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger entlastet. Und das in dieser Krise, das ist etwas, was diese Ampelregierung auszeichnet. Sicherlich ist es anspruchsvoll, das zu administrieren, EDV-mäßig abzurechnen, aber wir haben mit den 1.500 Versorgern, die das administrieren müssen, auch über die KfW einen Vertreter gehabt in der Anhörung, der bestätigt hat, dass das möglich ist, dieses Instrument auch anzuwenden und diejenigen sicher sein können, dass wir im Dezember diese Entlastung auf den Weg bringen. Also ein Versprechen, das diese Regierung gibt, was auch dementsprechend schnell und wirksam auf den Weg gebracht werden kann. Letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten auch einen Änderungsantrag der Union vorliegen, der sich mit dem Bürgergeld beschäftigt. Ich finde die Debatte, die wir heute in diesem Hohen Hause geführt haben, sehr engagiert. Zum Bürgergeld hat gezeigt, dass alle Argumente, die die Union vorgetragen hat, sich in Luft aufgelöst haben und dass das nur noch eine leere Hülse wird. Von daher ist das ein guter Tag für das Bürgergeld. Herzlichen Dank, Glück auf. Für die AfD-Fraktion erhält das Wort Enrico Komning. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, es ist schon erstaunlich, da klopfen Sie sich, meine Damen und Herren, von den Regierungsfraktionen bei jeder Gelegenheit auf die eigenen Schultern, was für tolle Demokraten Sie doch sind, und treten dann bei jeder Gelegenheit die demokratischen Gepflogenheiten und Institutionen mit Füßen, so wie hier. Sie hängen mit Ihrem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz, dem ERP-Wirtschaftsplangesetz, einen vollkommen fachfremden Änderungsantrag an,
nehmen beim Gesetzgebungsverfahren einfach mal eine Abkürzung und vermeiden so lästige Debatten um Milliardenausgaben. Das ist in jedem Fall ein schäbiges parlamentarisches Verhalten, missbräuchlich und vermutlich sogar verfassungswidrig. Sie versetzen damit den Bundestag in einen unhaltbaren Zustand und missachten fundamentale Oppositionsrechte. Dabei hätte das ERP-Wirtschaftsplangesetz allein eine Debatte verdient. In der Anhörung diesen Montag berichtete der KfW-Vertreter vom normalen Gang der Geschäfte in den letzten Monaten. Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass die staatliche Förderbank für den Mittelstand in diesen komplett unnormalen Zeiten von normalen Geschäften redet. Wir müssen jetzt mit der KfW unser Engagement für den Mittelstand drastisch ausweiten. Es ist nämlich schon 11:55. Eine Insolvenzwelle schwappt seit Monaten durch unser Land. Neben prominenten Beispielen wie Hakle oder Görz müssen und mussten bereits unzählige Handwerksbetriebe, Bäckereien, Supermärkte aufgeben, weil sie sich die Energiekosten schlicht nicht mehr leisten können. Stattdessen schnüren Sie plan- und ziellose Rettungspakete, exemplarisch zu sehen an dieser Dezemberhilfe. Sie schütten eine Art Konsumsubvention im mehrstelligen Milliardenbereich aus. Der Mittelstand geht dabei leer aus. Wir brauchen für den Mittelstand jetzt Liquiditätshilfen wie zur Corona-Zeit. Die Geschäfte müssen nämlich weitergehen. Aber auch die Dezemberhilfe wird den Gasendkunden, die ja eigentlich die Adressaten sind, kaum helfen. Die Rückzahlung nimmt Druck von den Gaspreisen, was die Preisspirale beschleunigen wird. Das haben wir am Montag von den Sachverständigen gehört. Auch werden diejenigen, die die Dezemberhilfe umsetzen müssen, Herr Metzler hat darauf hingewiesen, dazu organisatorisch und zeitlich gar nicht in der Lage sein. Auch das haben uns die Sachverständigen am Montag gesagt. Am Ende wird die Dezemberhilfe mit der Jahresrechnung verrechnet werden, bringt also jetzt unmittelbar gar nichts. Zudem gibt es deutliche Ungerechtigkeiten in Ihrem Entwurf. Auch darauf hat Herr Metzler richtigerweise eben schon hingewiesen. Denn die Menschen, die mit Öl, mit Pellets oder mit Strom, Herr Metzler, den haben Sie vergessen, heizen, auch die kämpfen mit drastischen Preiserhöhungen und müssen ihre Heizung im Dezember aber voll bezahlen. Immerhin werden nach der Sachverständigenanhörung jetzt öffentliche Bildungseinrichtungen einbezogen. Für Behörden und Rathäuser hingegen gilt dies aber nicht. Die Dezemberhilfe ist ein Schnellschuss und ausgegoren. Sie haben hier wertvolle Zeit verschenkt, Zeit, die wir nicht haben. Meine Damen und Herren, aus staatspolitischer Verantwortung werden wir aber Ihrem Gesetz mit dem sozialpolitischen Änderungsantrag der Union zustimmen. Denn wir können die Bürger nicht im Regen stehen lassen und schon gar nicht in Haftung für ihre Inkompetenz nehmen. Zustimmung natürlich ebenso für den Entschließungsantrag der Union, der viele unserer Positionen abbildet. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält das Wort Dr. Lukas Köhler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der Mitte dieses Jahres schon darüber diskutiert, was wir eigentlich jetzt zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und ja, lieber Herr Kommling, auch des Mittelstandes tun können und tun sollen. Und wir haben sehr intensiv darüber gerungen, was für Maßnahmen wir ergreifen, um den Menschen zu helfen, die es jetzt besonders hart treffen, und den Unternehmen zu helfen, die jetzt unter den hohen Gaspreisen leiden. Und in dieser Debatte ist viel hin und her gesprochen worden, viel hin und her gerungen worden darüber, was wir eigentlich jetzt tun können. Aber klar war von Anfang an, dass wir drei Kriterien anlegen wollen und drei Kriterien anlegen müssen an Maßnahmen, die jetzt getroffen werden. Kriterium 1 war, es muss schnell gehen. Kriterium 2 ist, es muss einfach sein. Und Kriterium 3 war, es muss zielgerichtet da helfen, wo es am meisten trifft.
Und deswegen bin ich froh darüber, und mein Dank geht auch noch mal in Richtung Gaskommission, dass dieser Vorschlag, diese Kombination aus Vorschlägen, die wir jetzt vorliegen haben, genau der richtige Weg ist, um diese drei Kriterien zu erfüllen. Es ist schnell. Es ist schnell, weil es jetzt im Dezember denjenigen hilft, denen wir helfen müssen, und dafür sorgt, dass wir im nächsten Jahr ab März mit der Gaspreisbremse den Bürgerinnen und Bürgern, dem Mittelstand, die Gaskosten zur Verfügung stellen, mit denen sie weiterarbeiten können. Gleichzeitig ist es einfach, weil der Weg nicht über große Antragsverfahren, nicht über viel Bürokratie, sondern über die Gasversorger, Vermieterinnen und Vermieter und am Ende über die Kunden bzw. über die Mieter bei den Mietern ankommt und die Leute da entlastet, wo es funktionieren muss. Es ist zielgerichtet, weil es genau die Menschen genau an der Stelle in den Blick nimmt, die wir jetzt ansonsten verlieren würden, weil es den Unternehmen hilft, über den Dezember in die nächsten Hilfen zu kommen. Und leider ist es nötig, und ich glaube, das muss man in so einer Debatte immer mal wieder erwähnen, weil es gerne vergessen wird. Es ist ja nicht so, dass wir uns in Deutschland ausgesucht hätten, Mensch, Gaspreise müssen mal hochgehen. Wir haben uns nicht ausgesucht, dass Gas knapp werden könnte. Es gibt einen Angriffskrieg, den Putin gegen die Ukraine führt, und einen Energiekrieg, den er gegen dieses Land führt. Und das sorgt dafür, dass Gas knapp geworden ist. Und das sorgt dafür, dass Preise hochgegangen sind. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt in einem sehr schnellen Verfahren dafür sorgen, dass Menschen und Unternehmen entlastet werden. Es ist aber genauso wichtig, dass wir diesen Winter im Blick behalten. Und deswegen ist es genauso wichtig, zu sehen und dafür zu sorgen, dass wir Gas einsparen. Es ist wichtig, dass die Gaspreisbremse so designt ist, dass eben nicht, wie Sie gerade versucht haben, hier uns vorzuwerfen, liebe AfD, es ist wichtig, dass es eben darum geht, einen Sparanreiz aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass eben mit der Gaspreisbremse gespart wird. Und das passiert hier auch. Das passiert beim Dezemberabschlag ganz genauso. Weil wir gehen ja nicht an die direkten Kosten, sondern wir gehen über den Abschlag. Und der kann und wird wahrscheinlich auch gestreckt werden, weil wir im Dezember auszahlen, ist das Geld, das auch im Januar, im Februar dafür sorgen wird, dass der Preis für Gas insgesamt erträglich bleibt. Und dass die Menschen eben nicht über Übergebühr belastet werden, dass die Unternehmen eine direkte Finanzhilfe haben und dass wir deswegen dafür sorgen können, dass wir am Ende des Tages unsere wirtschaftliche Struktur erhalten und gleichzeitig Bürgerinnen und Bürgern helfen. Und ja, es ist richtig, dass diese Gaspreisbremse entsprechend besteuert wird. Denn natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir einen sozialen Ausgleich haben. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen das Geld bekommen, die es am Ende brauchen. Und ja, wir werden das hinkriegen und wir werden das umsetzen, da bin ich mir sicher. Weil am Ende des Tages wird diese Regierung auch daran gemessen werden, wie diese ersten drei Kriterien einfach, schnell und zielgerichtet funktioniert haben. Und das ist ein Bestandteil dieser Gaspreisbremse. Das ist ein Bestandteil dieser Soforthilfe. Und deswegen ist es absolut zentral, dafür zu sorgen, dass wir da weiterkommen. Aber wir müssen ja nicht nur an die Frage der Kosten für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir entsprechendes Angebot haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ausreichend Gas im kommenden Jahr haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt anständig sparen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir über die Debatten, über die Hilfen vergessen, was jetzt wirklich wesentlich ist, eine Energieversorgung, die funktioniert, genügend Gas in den Speichern und genügend Gas, das über die neue LNG-Infrastruktur kommt, über die funktionierenden Pipeline, über den schnellen Ausbau und ja auch über die Kernkraftwerke und den Strom aus den Kohlekraftwerken, die wir im kommenden, jetzt über den Winter brauchen werden. Wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir mit Zitronen gehandelt. Und deswegen ist es richtig, dass wir für all diese Maßnahmen gesorgt haben. Vielen Dank an die Koalitionäre, dass es so schnell geht, und auch an die konstruktive Zusammenarbeit mit der Opposition. Für die Linke erhält jetzt das Wort Thomas Lutze. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das ERP-Wirtschaftsplangesetz ist mit einem Volumen von rund 1 Milliarde € pro Jahr ein nicht unerhebliches Förderprogramm. Wie auch in den vergangenen Jahren unterstützt die Linksfraktion diesen Antrag der Bundesregierung. Hier werden zinsgünstige Kredite vergeben, die gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation für die beteiligten Unternehmen sehr hilfreich sind. Hinterfragen ist,
warum diese Mittel nicht vollständig abgerufen wurden und was mit den zum Teil sehr bedeutsamen Gewinnen, die damit erzielt wurden seitens des Bundes, nun passiert. Soll der Fördertopf ausgeweitet werden, obwohl er nicht vollständig abgerufen wird? Oder soll man zukünftig die Förderrichtlinien verändern, um den Zugang zum Fördertopf zu erweitern? Fragen, die heute hier noch nicht beantwortet wurden. Damit wäre eigentlich alles gesagt zum Thema. Aber ich kann mir beim besten Willen die Anmerkung nicht verkneifen, dass sowohl die Union als auch die Koalition diesen Tagesordnungspunkt und damit das ERP-Wirtschaftsplangesetz dazu missbraucht, vollkommen sachfremde parlamentarische Initiativen anzuhängen. Intern heißt dieses Verfahren Omnibusverfahren. Man hängt also an einem laufenden Gesetzgebungsverfahren ein oder mehrere andere Gesetze an, ohne dass das irgendetwas im politischen Zusammenhang steht. Selbst Äpfel und Birnen sind sich näher als das ERP-Gesetz mit dem Bürgergeldgesetzänderungsantrag der Union oder mit der Gesetzesinitiative zur Wärme- und Gasänderungsantrag der Koalition. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie hatten jetzt seit Wochen Zeit, hier im Deutschen Bundestag geeignete parlamentarische Initiativen zu ergreifen. Es ist eine Unsitte, wenn vollkommen fachfremde Gesetze mit angehangen werden. Das hat mit Transparenz in unserem Gesetzgebungsverfahren nichts zu tun, steht dort auch nicht dran. Und damit wir ja nicht falsch verstanden werden, unsere Kritik bezieht sich nicht auf das Einbringen einer Gesetzesinitiative. Unsere Kritik bezieht sich darauf, dass hier Dinge unter einem vollkommen sachfremden Tagesordnungspunkt nachgeschoben werden. Das geht gar nicht. Beim Antrag der Union stimmen wir ganz konsequent mit Nein, weil es ein erbärmlicher Versuch ist, das Bürgergeld noch zum Kippen zu bringen. Das unterstreicht Ihre sozialpolitische Kompetenz, die nämlich überhaupt nicht vorhanden ist. Beim Antrag der Koalition stimmen wir zu, weil die Menschen weiter als bisher entlastet werden müssen. Aber Entlastungen werden allein langfristig nicht ausreichen. Wir brauchen gesetzliche Preisobergrenzen bei Energie und eine stärkere finanzielle Beteiligung der Superreichen und Großkonzerne. Die verdienen sich aktuell in der Krise dumm und dämlich, und das muss beendet werden. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tag ist lang und man sitzt hier viel, das ist völlig klar, aber die Geräuschkulisse ist enorm. Also Sie merken das vielleicht gar nicht, aber wenn ich das mal so sagen darf, gerade so von dieser Seite, es kommen unglaublich laute, ja, aber jetzt kommt es gerade von da. Wir haben uns hier gerade noch mal vergewissert, dass das so ist, und die Zuschauerinnen und Zuschauer hören mehr Sie. Also das müssen Sie sich nur klar machen, und die wollen doch eigentlich auch die Redner hören. Als nächstes erhält das Wort für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin froh, dass wir heute und am Montag im Bundesrat den Weg für die Übernahme der Dezember-Abschlagszahlungen freimachen können. Das ist ein wichtiges Signal, um die Zahlbarkeit der Gaspreise zu sichern. Und übrigens nicht nur für die privaten Haushalte, sondern für den Mittelstand, für kleine Industriebetriebe, genauso wie für Dienstleister, für Selbstständige und genauso für die Bildungsstätten des Handwerkes. Und die Strom- und Gaspreisbremse für 2023 ist ebenfalls auf dem Weg. Die werden wir noch in diesem Monat hier im Deutschen Bundestag beraten. Aber ich will insbesondere als Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung zum eigentlichen Hauptpunkt der heutigen Debatte kommen, nämlich zum ERP-Gesetz. Das klingt zwar technisch, aber hat eine enorme Bedeutung. Wir stärken damit die Substanz unserer Volkswirtschaft. Die Zukunftskraft unserer Volkswirtschaft liegt darin, dass wir Innovationen vorantreiben in Digitalisierung, in Klimaschutz. Und genau dafür ist das ERP-Programm so notwendig und wichtig. Mit dem Plan 2023 stellen wir Mittel bereit, um kleine und mittlere Unternehmen in Rekordhöhe von 10 Milliarden Euro zu unterstützen. Die ERP-Förderung mit zinsgünstigen Krediten und Beteiligungskapital leistet einen wichtigen Beitrag, Unternehmen von Start-ups bis zu großen Mittelständlern aus dem Weg aus den multiplen Krisen heraus wirksam zu unterstützen. Die in 2022 stark gestiegene Nachfrage nach ERP-Förderkrediten zeigt, dass die Instrumente attraktiv sind und den Bedarf adressieren. Und angesichts der Zinswende erwarte ich auch 2023 eine starke Nachfrage. Wir stärken mit diesem Programm übrigens auch die Wagniskapital-
und Beteiligungsfinanzierung. Und nicht nur im digitalen, im Softwarebereich, sondern vor allem im Bereich Deep Tech und junge Technologieunternehmen. Denn gerade diese Wirtschaftszweige sind so entscheidend dafür, dass Deutschland ein wachsendes Industrieland bleibt. Gerade jetzt müssen wir die Geschwindigkeit bei der Dekarbonisierung auch als Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft beibehalten und stärken und damit Segel setzen für starke Innovationen in diesen Bereichen. Ich bitte Sie daher um die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die SPD-Fraktion Sebastian Roloff. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gerade schon gehört, die Befassung mit dem ERP-Sondervermögen ist durchaus als historisch zu betrachten. Der Gedanke, dass man mit Sondervermögen die deutsche Wirtschaft besonders unterstützt, ist nämlich älter als die Bundesrepublik selbst. Seit 1948 mit dem Wiederaufbauprogramm Marshallplan, dem legendären Marshallplan, wurden Mittel aufgesetzt, um hier die Wirtschaft mit Krediten und Zahlungen zu unterstützen. Und aus diesem Marshallplan ging das Sondervermögen quasi in der heutigen Form natürlich modifiziert hervor. Es ermöglicht dem Wirtschaftsministerium Kredite, wo sie in der Wirtschaft benötigt werden und wo sie auf dem freien Markt eben nicht so einfach zu kriegen sind, zu gewähren und somit Investitionen zu ermöglichen, die dringend erforderlich sind. Und es ist auch schon angesprochen worden, wir reden heute in diesem Gesetz nicht nur über das Wirtschaftsplangesetz, wir reden auch über die Übernahme des Dezemberabschlags, der sich nicht aus diesen ERP-Mitteln speist, aber eigentlich einer ähnlichen Logik folgt. Und dass hier besonderer Bedarf besteht, ist, glaube ich, keine Frage und im Haus nicht umstritten. Die Sicherheit der Haushalte in diesem Winter, das Überstehen von Handwerksbetrieben, des Einzelhandels, von kleinen und mittleren Unternehmen, der Industrie, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern und Kindergärten in der Krise, ist unser aller zentraler Auftrag. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Dezemberabschlag heute hiermit mitberaten. Wir brauchen eine schnelle Entlastung, und da ist es das Sinnvollste, die Gasrechnung für Dezember, den kompletten Abschlag mit zu übernehmen, weil wir uns vorgenommen haben, niemanden in dieser Krise alleine zu lassen, und das werden wir auch nicht tun. Es gehört auch zur Wahrheit, dass wir jetzt eine Lösung für Dezember und die Belastung bis dahin haben. Wir haben einen Gaspreisdeckel spätestens mit der Wirksamkeit ab März. Ich bin dem Bundeskanzler sehr dankbar, dass er gesagt hat, er will eine Rückwirkung ab Februar. Ich persönlich finde, wir müssen auch über eine Rückwirkung ab Januar oder, wenn das technisch nicht geht, über einen zweiten Abschlag nachdenken, weil diese Finanzierungslücke in diesem Winter geschlossen werden muss. Schließlich geht es nicht nur um Löschen von Bränden in dieser Krise, denn die Transformation unserer Wirtschaft geht weiter voran, und wir müssen die Wirtschaft in unserem Land zukunftsfest machen und diesen Prozess aktiv begleiten. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich den Kreditzugang des Mittelstands anguckt. KfW Research hat es untersucht. 30% der befragten Mittelständler sagen, ihre Hausbanken verhalten sich sehr restriktiv, was die Kreditpolitik betrifft. Gerade Gründungen sind davon zum Beispiel ganz besonders betroffen. Und Förderangebote wie das ERP-Sondervermögen, das wir heute beraten, gleichen das aus. Und deswegen ist es so wichtig. Und wir laufen im Übrigen in das nächste Thema rein, wenn wir über Unternehmensnachfolgen sprechen. Bis 2025 werden ungefähr 120.000 kleine oder mittlere Unternehmen übergeben werden. Und auch hier gibt es unter Umständen finanzielle Engpässe, die entsprechend abgesichert werden müssen. Und wir haben auch gesehen, wenn man über den Teich guckt, wie der Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten konzipiert ist, 260 Milliarden Dollar, die die USA in erneuerbare Energien investieren, und das im Übrigen jetzt noch bei geringeren Energiekosten, dass das ein entsprechender großer Standortnachteil ist, ist klar. Und dementsprechend, also für Europa, dementsprechend gehen wir da den richtigen Weg. Unsere Aufgabe ist sicherzustellen, dass unsere Industrie erhalten bleibt. Es gibt kein Gesundschrumpfen, und das kann man auch nicht ernsthaft vertreten. Der Mittelstand nicht abwandert und wir mit einer strategischen Förderpolitik weiterhin eine gesamteuropäische Antwort geben. Ich glaube, damit sind wir als Ampel auf einem guten Weg. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion erhält jetzt das Wort Marc Helfrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Dies scheint das Leitmotiv der Ampel zu sein, wenn es darum geht, Bürger und Unternehmen zu entlasten. Kaum jemand blickt bei der Gas-Soforthilfe noch durch. Am wenigsten diejenigen, die entlastet werden sollen. Ich gebe Ihnen mal eine Kostprobe. Wie wird die Höhe der Soforthilfe, die die Verbraucher im Dezember bekommen sollen, errechnet? Das ist ganz einfach. Sie nehmen 1/12 der Jahresverbrauchsprognose, JVP, die der Abschlagszahlung AZ im September 2022 zugrunde liegt. Multiplizieren diese mit dem Kilowattstundenpreis P im Dezember 2022 und addieren dazu noch 1/12 des Jahresbruttogrundpreises JBG Stand September 2022. Fertig. Mehr ist es nicht. Kinderleicht. Außer Sie sind Besitzer eines Mehrparteienhauses, dann müssen Sie die Formel natürlich noch anteilig runterrechnen auf jede einzelne Wohnung. Oder Sie sind einer von Millionen Mietern in diesem Land, die ihre Gasheizkosten an den Vermieter zahlen. Dann gehen Sie bei der Entlastung im Dezember erst einmal leer aus. Diese bekommen Sie erst im nächsten Jahr mit der Betriebskostenabrechnung für 2022. Es sei denn, Sie leisten bereits seit Frühjahr eine erhöhte Betriebskostenvorauszahlung, dann dürfen Sie im Dezember Ihre Zahlung um die Erhöhung kürzen. Oder Sie sind Neumieter, dann dürfen Sie 25% der vereinbarten Abschlagszahlung für Gas selber kürzen. Wer soll hier noch durchblicken? Und der Grund für dieses Regelungswirrwarr? Die Ampel hat den Sommer einfach komplett verschlafen. Statt sich um einfache Entlastung Gedanken zu machen, haben Sie sich lieber mit zusätzlichen Belastungen für Bürger und Betriebe beschäftigt. Stichwort Gasumlage. Hätten Sie bereits im Frühsommer mit der Arbeit an dem Gasdeckel begonnen, dann gäbe es den jetzt schon. Und Bürger sowie kleine und mittelständische Unternehmen müssten nicht um ihre Existenz fürchten. Jetzt fallen Sie in eine Winterlücke, denn die Gaspreisbremse soll frühestens im März kommen. Dann ist der Winter aber fast vorbei. Den Versorgern und Stadtwerken können wir hier auch nicht den schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Sie weisen seit Wochen darauf hin, dass ein Vorziehen der Gaspreisbremse auf Januar technisch und organisatorisch nicht umsetzbar ist. Und viel wichtiger noch, damit Bürger und Betriebe im Dezember tatsächlich entlastet werden können, brauchen die Versorger das Geld bis spätestens zum 1. Dezember vom Bund. Leider hat die Ampel hierfür die operativen Voraussetzungen noch nicht geschaffen. Der Abschlagsverzicht im Dezember steht auf der Kippe und Bürger und Betriebe schauen womöglich in die Röhre. Das Chaos geht in die nächste Runde. Stichwort Chaos. Selbstständige und Gewerbetreibende müssen sich auf Folgendes einstellen. Die Soforthilfe ist zu versteuern. Und das nur, weil die Ampel sich weigert, die Steuerbefreiung ordentlich zu regeln. Meine Damen und Herren, während die Ampel immerhin Gas- und Wärmekunden entlasten will, gehen Millionen Heizöl-, Flüssiggas- und Pelletkunden leer aus. Auch Sie haben mit immensen Preissteigerungen zu kämpfen. Für Sie gibt es gerade mal die vage Ankündigung einer Härtefallregelung. Hart arbeitende Normalverdiener, Rentner, Mittelständler mit Öl- und Pelletheizung sind aber keine Härtefälle. Sie sind die Mitte dieser Gesellschaft. Viele dieser Menschen leben auf dem Land und leiden unter ihrer Großstadtpolitik. Wir brauchen Entlastung für alle Heizungsarten. Und wir brauchen eine schnelle Absenkung der Strom- und Energiesteuer sowie der Mehrwertsteuer auf alle Energieträger auf das EU-Mindestmaß. Das fordern wir mit unserem heutigen Antrag. Stimmen Sie diesem Antrag zu, zum Wohle des vergessenen Drittels an Haushalten, die mit Öl, Flüssiggas oder Pellets heizen. Wie auch wir Ihrem Gesetz zustimmen, trotz aller Kritik.
Letzter Redner in dieser Debatte ist Andreas Mehltretter für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Ampel hat in den vergangenen Wochen und Monaten viel Geld in die Hand genommen. Wir unterstützen Bürgerinnen, Bürger und Betriebe schnell und vor allem spürbar. Wir wollen, dass weder die Heizungen noch die Lichter ausgehen. Und wir wollen, dass alle ihre Rechnungen dafür bezahlen können. Mit drei Paketen haben wir dafür schon über 60 Milliarden Euro Entlastungen umgesetzt. Das sind echte Maßnahmen, Herr Helfferich, die wir jetzt schon umgesetzt haben. Und da müssen wir nicht darauf warten, bis Sie tatsächlich mal irgendwie mit Vorschlägen um die Ecke kommen, die wir leider jetzt vermisst haben in Ihrer Rede. Bei all den Maßnahmen war uns aber immer wichtig, sie müssen schnell wirken und sie müssen alle erreichen, die auf die Entlastungen angewiesen sind. Nach dieser Prämisse handeln wir jetzt auch, um den extrem gestiegenen Gaspreisen entgegenzutreten. 200 Milliarden Euro stellen wir für den umfassenden Abwehrschirm zur Verfügung. Geld, mit dem wir die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme finanzieren. Geld, mit dem der Bund die Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme im Dezember übernehmen wird. Die große Preisbremse für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme kommt im März. Schneller bekommen die Versorger das leider, aber doch nachvollziehbar, nicht umgesetzt. Aber wie bei allen anderen Entlastungen gilt, wir lassen niemanden allein. Wir sorgen dafür, dass alle gut durch den Winter kommen. Und deswegen beschließen wir heute das, was schnell umgesetzt werden kann, nämlich die Übernahme des Dezemberabschlags. Damit das so schnell funktioniert, können wir nicht vorher prüfen, ob jemand das Geld wirklich braucht. Das empfinden manche als ungerecht, das wissen wir. Bedürftigkeitsprüfungen würden die Auszahlung aber endlos in die Länge ziehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt helfen, nicht irgendwann im nächsten Sommer. Trotzdem schaffen wir es mit diesem Gesetz, ein sozial gerechtes Paket vorzulegen. Damit vor allem kleine und mittlere Einkommen profitieren, wird die Soforthilfe für besonders hohe Einkommen versteuert. Das heißt, alle, die auf das Geld angewiesen sind, bekommen die volle Entlastung, indem sie den Dezemberabschlag nicht bezahlen müssen. Aber alle, die diese Entlastung nicht zwingend brauchen, weil sie sehr viel Geld verdienen, die müssen über die Einkommensteuer einen angemessenen Teil wieder abgeben. Das ist gerecht und finanzpolitisch verantwortungsvoll. Gerecht ist auch, dass wir im Gesetz festgelegt haben, dass Mieterinnen und Mieter, deren Abschlag bereits erhöht wurde, über die Entlastung informiert werden müssen und sie die Vorauszahlung entsprechend kürzen dürfen. Sie müssen also nicht auf die Betriebskostenabrechnung irgendwann nächstes Jahr warten. Auch bei Ihnen kommt die Hilfe jetzt an. Und falls bei der Kürzung aus Versehen was schief geht und zu wenig Vorauszahlung an den Vermieter geleistet wird, ist das kein Kündigungsgrund. Auch das haben wir im Gesetz festgehalten. Das zeigt, wir entlasten schnell und wir entlasten sozial gerecht. Und wir schaffen es tatsächlich, an alle wichtigen Checkboxen einen Haken zu setzen. Wir sorgen mit der Dezember-Soforthilfe auch für einen wichtigen Sparanreiz. Der Staat übernimmt nämlich nicht die Dezember-Rechnung. Er übernimmt die Abschlagszahlung. Das ist ein extrem wichtiger Unterschied, weil das Geld dürfen die Verbraucherinnen und Verbraucher komplett behalten. Aber jede Kilowattstunde, die sie im Dezember verbrauchen, müssen sie voll bezahlen. Das heißt, Sparen rentiert sich. Meine Damen und Herren, der nächste Schritt werden die Preisbremsen sein. Auch die müssen schnell kommen, damit wir auch den großen Industriebetrieben helfen können. Wichtig ist uns auch, dass Hilfen für Härtefälle eingeführt werden. Und wir brauchen eine gerechte Lösung für diejenigen, die mit anderen Brennstoffen wie Gas aus Tanks oder Holzpellets heizen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Und bis dahin ist die Übernahme der Abschlagszahlung eine gut tragende Brücke. Ich schließe die Aussprache verbunden mit einem großen Dank, dass Sie sich alle in dieser Debatte vorbildlich an die Redezeiten gehalten haben. Jetzt bitte ich Sie noch einmal um Aufmerksamkeit. Ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 16 und werde Ihnen jetzt das Protokoll verlesen.
des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der zweiten Beratung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Drucksachen 20-3877, 20-3953 und 20-4368. Abgegebene Stimmen 656. Mit Ja haben gestimmt 367. Mit Nein haben gestimmt 284. Enthaltung 5. Der Gesetzentwurf ist somit angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, CDU, CSU und AfD. Vielen Dank. Enthaltung? Bei den Grünen sind es wahrscheinlich wieder die Kollegen, die auch mit Nein stimmen. Ach so, da sind noch zwei Nein-Stimmen bei den Grünen. Fünf, glaube ich, waren es beim letzten Mal. Jetzt sind es vier. Also noch mal genau zeigen. Eins, zwei, vier sehe ich. Ich sehe vier. Fünf. Ach hier, Entschuldigung. Fünf. Alles klar. Also fünf bei den Grünen. Okay. Es erheben sich bitte noch mal alle, die mit Nein stimmen. So. Das ist die Linke fast vollständig, nicht ganz. Die CDU, CSU, die AfD. Ach so, die Linke doch vollständig. Und bei den Grünen haben wir jetzt fünf Nein-Stimmen und bei der FDP zwei. Richtig? Keiner fühlt sich übergangen. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Eine bei den Grünen. Eine bei der FDP und einer bei den Grünen. Jetzt haben wir aber auch jeden, ne? So. Alle einzeln. Okay. Dann ist der Gesetzentwurf, so wie ich das sehen kann, damit angenommen. Wir kommen jetzt noch zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19-4368. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die CDU-CSU und die AfD. Wer stimmt dagegen? Und die Linke? Ja. Also ich gucke jetzt besser hin. Das war die CDU-CSU, die AfD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP. Wer enthält sich? Wieder Einzelne? Nein, diesmal nicht. So, damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Jetzt komme ich zurück zu Tagesordnungspunkt 18. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2023. Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-4373, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19-3437 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19-4380 vor, über den wir zuerst abstimmen. Und hierzu liegt mir auch eine Erklärung gemäß § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Das werden wir jetzt gleich tun. Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss an Tagesordnungspunkt 19 bekannt gegeben. Erst danach erfolgen die Abstimmungen über den Gesetzentwurf in der zweiten und dritten Beratung. So, die Abstimmung erfolgt wie gewohnt in der Westlobby. 30 Minuten haben Sie Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind an ihren Plätzen. Dann eröffne ich jetzt die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU. Und die Abstimmungsurnen werden um 20.40 Uhr geschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir weiter fortfahren wollen, bitte ich Sie, leise rauszugehen. Zügig rauszugehen, damit wir kommen zu dem Tagesordnungspunkt.